Es wird geballert. Ich bin mal gespannt, wie viel Uhr haben wir, weißt du das? 11.41 Uhr. So, wir sind jetzt am Platz angekommen. Ich mache jetzt mal eben das Echolot ready. Dann gucken wir uns nochmal die Stellen an und dann wird ein bisschen gefüttert. Wir haben ja noch länger Urlaub. Ich habe nächste Woche noch frei und da will ich den Platz hier mit einem Kumpel auch nochmal befischen. Man sieht, hier ist eine relativ abfallende, schnell abfallende Kante. Wir haben jetzt schon 4,70 Meter, sind ungefähr 10 Meter vom Ufer weg. Hier geht es nochmal hoch. Und da geht's runter, hier. In der letzten Kante vorm Ufer sieht man, wie tief es nochmal hier wird. Und jetzt sind wir direkt rechts, ich drehe mal eben das Boot, dann sieht man das, direkt vor den Füßen. Und da kann man natürlich wunderbar angeln, das sind nur so 10 bis 15 Meter Schnur, die im Wasser sind. Man kann ganz einfach mit dem Groundbaiter füttern. Ich bin jetzt kein Echolot-Experte, aber hier ist auch auf jeden Fall irgendwas auf dem Grund, würde ich mal behaupten. Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen baiten. Runter die Kante, zack. Dann noch ein toter Krebs. Hast du gesehen? Hier unten in dem Loch auf 6 Meter siehst du auf jeden Fall, dass hier deutlich mehr Dreck auf dem Grund liegt und die ganzen geknackten Muscheln. Also so, wir sind jetzt zurück vom Füttern. Die ganze Geschichte hat knapp 2 Stunden gedauert, haben noch ein bisschen Location gemacht, den Platz schön wieder vorbereitet für die nächste Woche. Sind jetzt zurückgekommen und haben hier jetzt gerade den Futterplatz auch nochmal kontrolliert, haben mal mit der Unterwasserkamera geschaut, weil ich ein bisschen Angst hatte, weil wir die ganze Zeit auch keinen Weißfisch fangen, dass halt einfach so viel Futter noch unten liegt. Aber der Platz war blank, die Krebse sind aktiv, die Kamera wurde sogar von einem Krebs attackiert, der hat sich da festgeklammert, da lief gerade leider hier die Kamera nicht. Aber so sieht die Stelle gut aus. Ich werde die Ruten jetzt wieder frisch fertig machen, ein bisschen nachfüttern. Ich werde jetzt natürlich nicht massiv Futter nachlegen, weil wir jetzt nur noch bis morgen Vormittag Zeit haben. Und wenn hier jetzt Fische vorbeikommen, wollen wir noch einen abgreifen. Aber ein bisschen Futter nachlegen, frische Montagen drauf und dann halten wir die Routen jetzt die nächsten Stunden noch im Rennen, geben unser Bestes und vielleicht klappt es noch mit dem Fisch.